Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Springers Standpunkt. Hier zu Gast im Studio wie immer René Springer. Er ist AfD-Bundestagsabgeordneter und sozialpolitischer Sprecher seiner Partei. Herr Springer, schön, dass Sie wieder Zeit haben für uns. Danke. Hallo. Liebe Zuschauer, unser heutiges Thema lautet Wahlverhalten der Jugend. Und dazu schauen wir mal nach Brandenburg. Die Wahlergebnisse der U16-Wahlen haben gezeigt, dass die AfD mit 38,3% die stärkste Kraft war. Dahinter eigentlich ziemlich weit abgeschlagen mit nicht einmal 19% die Altparteien. Herr Springer, Sie als AfD-Landeschef in Brandenburg, was sagen Sie zu diesen Ergebnissen? Wie konnte es dazu kommen? Also trotz dieser großen auch Anti-AfD-Propaganda an Schulen und so weiter. Ich würde fast sagen, dass die Anti-AfD-Propaganda vielleicht sogar eine treibende Kraft dahinter war, dass gerade junge Menschen sich davon abgestoßen fühlen, weil sie eben doch ein Gespür davon und dafür entwickelt haben, wo eine Beeinflussung stattfindet und wo man sich vielleicht gegen diese Beeinflussung auch auflehnen sollte. Aber ich befürchte, die Ursachen reichen viel tiefer. Und sie haben eben am Ende viel zu tun mit dieser Form der Zuwanderung, die mit kontrollierter Einwanderung überhaupt nichts mehr zu tun hat. Wir befinden uns in einem Migrationschaos. Und diejenigen, die das zuerst und am härtesten zu spüren bekommen, das sind die Schüler, die plötzlich in Klassen sitzen, wo 60-70% der Mitschüler einen Migrationshintergrund haben, die Sprache nicht beherrschen, worunter eben das Klima in der Klasse leidet, aber worunter auch eben der Lernerfolg leidet. Und ich unterstelle erstmal jedem, dass er in die Schule geht, um irgendwie was zu lernen, voranzukommen, für sich auch eine positive Vision zu entwickeln, eine positive Zukunft, wenn das gefährdet wird. Dann fängt man auch an, diese Migrationspolitik kritisch zu hinterfragen. Das ist der eine Aspekt, der Bildungsaspekt. Der andere ist eben, betrifft die Sicherheit. Wenn ich mit Angst auf den Schulhof gehen muss, weil ich dort migrantischen Clans gegenüberstehe, weil dort mit Drogen gedealt wird, weil dort einfach die Sicherheit, das Sicherheitsgefühl sich nicht mehr so einstellt, wie man sich das eigentlich wünscht, dann sagen sich junge Menschen eben auch, die ja bei Verstand sind, ich will das einfach nicht mehr. Und sie wenden sich dann der Partei zu, die diese Probleme von Anfang an angesprochen hat und die auch Lösungen anzubieten hat. Und das ist sicherlich eine zentrale Erklärung für diese Entwicklung. Die polizeiliche Kriminalstatistik zeigt ja auch, dass die Gewalt unter Jugendlichen, vor allen Dingen unter dem mit migrantischem Hintergrund, ja auch zugenommen hat. Und das wird sich wahrscheinlich auch von den Schulen zeigen. Man hört ja von so einigen Fällen. Und das Problem ist bekannt. In den sozialen Medien kursieren ja auch immer wieder Videos von solchen gewalttätigen Videos, vor allen Dingen auch gegen deutsche Jugendliche. Und Migration kann ja nicht das einzige Problem sein, oder? Nein, also zunächst nochmal zurück zu den Videos. Das ist natürlich etwas, was auch durch die sozialen Medien heute eine ganz andere Bedeutung in der öffentlichen Wahrnehmung hat als noch vor 20, 30 Jahren, wo es sicherlich auch Vorfälle von Gewalt an Schulen gegeben hat, aber eben nicht in dem Ausmaß. Und man ist irgendwie nicht live dabei gewesen. Und heute ist es so, man schaut bei TikTok rein und sieht, wie irgendwie eine Gruppe von Kindern mit Migrationshintergrund einen einzigen Deutschen quälen und erniedrigen. Und das geht einem so ans Herz, insbesondere wenn man selber Kinder hat, so wie ich. Und da gibt es eben viele, die sich dann fragen, ist es das, was ich meinen Kindern antun möchte? Und damit komme ich eben zu einer zweiten Erklärung vielleicht, warum junge Menschen immer mehr dazu neigen, uns als AfD zu unterstützen. Diese Kinder sitzen abends am Abendbrottisch. Sie reden ja mit ihren Eltern über diese Probleme, über die Gewaltkonfrontation an der Schule, über das abnehmende Bildungsniveau, aber vor allem auch über die Situation der Eltern selbst. Und ich meine, wie ist es heute? Als Elternteil will man seine Familie gut durchbringen. Das ist auch wichtig für den Selbstwert und das ist auch wichtig für die Stabilität in der Familie. Aber wenn die Eltern eben sich den Einkauf nicht mehr leisten können, jedenfalls nicht mehr so, wie es früher der Fall war, wenn der Urlaub nicht mehr möglich ist, wenn die Eltern sich fragen, habe ich überhaupt eine Rente, von der ich leben kann, wenn sie sich fragen, habe ich meinen Job eigentlich morgen noch? Das sind alles Dinge, die die Eltern umtreiben, über die sie aber in der Öffentlichkeit gar nicht mehr sprechen können, weil wir ein Meinungsklima haben in Deutschland, eine Meinungsdiktatur, die oftmals versucht, Kritik an dem Bestehenden zu verhindern. Mhm. Aber sie entlädt sich eben am Abendbrottisch und die Kinder nehmen das mit. Und die haben den Mut, den die Eltern vielleicht nicht haben, den Mut, das auszusprechen, auch zu rebellieren, auch gegen Lehrer zu rebellieren, die ihnen vielleicht weismachen wollen, die AfD sei eine böse Partei, wie wir es ja auch oft genug den Medien entnehmen können, wenn Schüler beispielsweise des Klassenraums verwiesen werden, weil sie mit einem AfD-Kugelschreiber ihre Klassenarbeit schreiben. Also ich denke, dass es eine Mischung aus vielen Faktoren ist, aber das Elternhaus spielt eine zentrale Rolle. Die Wahrheit am Küchentisch, das ist das, was junge Menschen bewegt, AfD zu wählen. Wie kommt es dazu, dass gerade die Jugend in Brandenburg so wählt, wie sie wählt? Können Sie sich das irgendwie erklären? Insgesamt muss man ja feststellen, dass der Zuspruch der Jugendlichen in ganz Deutschland deutlich gestiegen ist. Der Zuspruch zur AfD,
insbesondere in Ostdeutschland. Und das hat viel damit zu tun, dass wir in Ostdeutschland einen gesunden Patriotismus pflegen. Und das vererbt sich. Unsere Kinder, die sind halt stolz darauf, Brandenburger zu sein. Sie sind stolz darauf, in ihrer Region aufzuwachsen. Sie sind stolz auf die Simson, die 30 Jahre alt ist. Das sind so Dinge, die sind identitätsstiftend. Und wir haben eine Kultur und Mentalität in Ostdeutschland, dass wir uns dafür nicht schämen, mit Sicherheit nicht, sondern wir verteidigen das. Wir verteidigen unsere Identität und richten uns ja gerade deshalb gegen diese selbstzerstörerische Migrationspolitik. Und das ist halt das, was wir jungen Menschen mitgeben können. Den Stolz auf das eigene, das Selbstbewusstsein, aber vor allem den Blick in eine positive Zukunft, wo wir Angebote haben, wo wir ja sagen, wir wollen sichere Arbeitsplätze, wir wollen, dass eure Renten höher sind als die heute eurer Eltern, dass es euch mal besser geht, als es heute euren Eltern geht. Und ich denke, das verfängt. Aber vor allem ist es eben unser Angebot im Bereich der inneren Sicherheit, denn das ist das, was die allermeisten Menschen in erster Linie wollen, sicher und gut in ihrem eigenen Land zu leben. Wenn die AfD jetzt schon solch eine große Zustimmung unter der Jugend hat, könnte man sagen, dass sozusagen die Zukunft der Jugend ja doch sozusagen in den Händen der AfD liegt? Also die Zukunft ist blau, denn wir sehen ja anhand der überwältigenden Zahl der jungen Menschen, die sich für die AfD entscheiden, sie kommen ja irgendwann in das Alter, wo sie dann volljährig sind und dann auch bei der Bundestagswahl teilnehmen können. Und der Zuspruch wird eher steigen, weil ja überhaupt nicht abzusehen ist, dass die Probleme gelöst werden. Im Gegenteil, ich erlebe es ja nun im Bundestag, in jeder Sitzungswoche, man spricht die Probleme an, wird gebrandmarkt als rechtsextremen Nazi. Das Problem bleibt ungelöst, man spricht da nicht drüber, man stellt eben die Kritiker in eine Ecke, macht sie mundtot. Und so wie man das mit uns tut, macht man es inzwischen ja auch in den Unternehmen, in den öffentlichen Behörden, mit den Behördenmitarbeitern, mit den Unternehmensmitarbeitern. Alles für Multikulti, alles für die Diversität. Und das ist etwas, was auf Dauer nicht gut gehen kann, weil die Probleme sich immer weiter verschärfen. Und insofern ist die Zukunft blau und darauf freue ich mich. Sehr schön. Herr Springer, herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen konnten. Und ja, liebe Zuschauer, Ihnen natürlich herzlichen Dank fürs Einschalten. Und wenn Sie möchten, gerne bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss.